Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hier ist das Themenfrühstück. Mann, bist du dynamisch. Und warum? Wegen Schalke. Na, logisch. Müssen wir noch mehr sagen? Nee. Dabei bleiben. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben extra gestern einen Studiogast gehabt, um über andere Themen zu reden, um heute... Wenn du wieder da bist. Nach deiner epischer Breite. Über Frank Kramer zu reden und das große Missverständnis auf Schalke. Und was jetzt passiert. Ja, erstmal möchte ich sagen, im Grunde war es ja kein Missverständnis. Ne? Man hat ja... Du wusstest, dass der nichts ist. Man hat das bekommen eigentlich, was alle gesagt haben, was man bekommt, wenn man Frank Kramer verpflichtet. Es ist aber ja auch bekannt, dass man ihn geholt hat, weil man niemanden Besseren bekommen hat. Und weil er bereit war, die Bedingungen, die auf Schalke herrschen, nämlich wenig Geld, sehr, sehr wild zusammengestellter Kader aus der Not geboren und weil er auch bereit war zu akzeptieren, wenig bis gar keinen eigenen Staff mitzubringen. Denn Schalke möchte ja gerne Mike Büskens als den Hermann Gerland von Gelsenkirchen installieren, als ewigen Co-Trainer. Und auch das weitere Trainerteam stand ja schon fest. Es wurde, glaube ich, den Trainerkandidaten höchstens zugestanden, maximal einen weiteren Co-Trainer mitzubringen. Mhm. Waren viele nicht so heiß drauf dann? Jetzt möchte ich doch mal kurz eine Lanze für den Kollegen Kramer, der sich ja jetzt wieder auf Jobsuche begeben darf, brechen, weil also das, was du jetzt gerade zusammengefasst hast, ist ja die allgemeine Lesart. Ja. Es gab niemanden auf dem Markt. Sie waren kurz davor, bei der Elf-Freunde-Redaktion durchzuklingeln, ob Nutzdorf was. Ich hätte es gemacht. Und da war Frank Kramer dann doch noch auf dem Markt und hat gesagt, ja komm, ich bin mit Bielefeld abgestiegen, ich übernehme jetzt auch Schalke, den kleinen, niedlichen Vorortverein, weil ich habe ja überhaupt keine Ansprüche. Also, kleine Gegenrede. Okay. Was du und natürlich auch die große Menge der anderen Experten so sagt. Ruben Schröder hat doch, korrigiere mich, nachgewiesen, dass er zumindest eine Idee hat, wie man wieder aufsteigt. Ja. Wie man auch mit wenig Geld wieder aufsteigt. Ja. Mit was für einem Trainer man das macht. Hat er ja zumindest... Der wurde so ein bisschen durchgeschleppt, hat es immer geheißen, aber zumindest hat es geklappt. Ja. Oder? So. Es hat geklappt, aber auch nicht mit Kramotzis, sondern mit Büskens. Aber da hat er eine Entscheidung. Genau. So, und dann hat er sich also überlegt, ich brauche den und den und den Trainer. Ich würde auch mitgehen, wenn du sagst, er war nicht die allererste Wahl, aber das ist eben auch auf Schalke in der gegenwärtigen Situation vermutlich nicht so einfach. Absolut. Die allererste Wahl zu bekommen. Also guckt da und irgendwie muss er ja vielleicht auch von der Philosophie, vom Auftritt, von den irgendwie ganz in das Konzept reingepasst haben. Sonst, irgendwas wird sich schon überzeugt haben. Sonst entscheidet man sich, sonst hätte auch Peter Neururer holen können, oder? Also ich meine, der wäre ja auch auf dem Markt gewesen und würde noch mit 88 Jahren den FC Schalke übernehmen. Also insofern, irgendwie wollen wir da nicht immer auf den... Das heißt immer, ja, der Frank Kramer ist ja ein ganz netter Kerl, deswegen hat er das jetzt bekommen und er hat auf alles verzichtet. Aber er hat ja auch eine Idee gehabt und die ist nicht aufgegangen. Und er hat vielleicht dann auch letztendlich nicht diese Akzeptanz in der Mannschaft gehabt, als der Negativstrudel eingesetzt ist. Genau. Ich meine, das Spiel und im Umfeld vorgestern halt von vornherein Abend nicht. War ja, denke ich, Beweis genug, dass die Mannschaft vollkommen verunsichert ist und dass der Trainer da zumindest nicht mehr den Zugriff hat, um da so eine positive Entwicklung reinzubekommen. Das wird denen auch nicht schmecken, weil das kostet ja auch wieder Geld. Wie lange war der Vertrag? Bis 2024. Aua. Aber 2024 klingt ja jetzt auch nicht danach, dass man sagt, der Typ ist, komm, probieren wir mal und dann schauen wir mal weiter. Nee, weil, oder? Ja, aber das ist dann vielleicht auch eine Verhandlungssache, dass er sich zumindest dann gesagt hat, okay, ja, dann gib mir wenigstens einen Zweijahresvertrag, wenn ich hier schon den ganzen anderen Bums akzeptiere. Haben wir irgendeine Vorstellung, was man verdient? Im Moment auf Schalke? Ich kann dir sagen, was Thomas Reis im Sommer geboten wurde angeblich. Es waren, glaube ich, 1,4 bis 1,6 Millionen. Pro Saison? Jahresgehalt, ja. Bitte? Ja. Ja gut, also Entschuldigung, dann gehen wir mal davon aus, dass der Mann mindestens für 1 Million gearbeitet hat, sind 2 Millionen wieder weg. Liegt man wahrscheinlich nicht ganz falsch mit. Ja. Wenn solche Gehälter auf Schalke noch bezahlt werden können, dann muss ich sagen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Trainer nicht zumindest ansatzweise eine Art vierter oder fünfter Wunschkandidat gewesen ist. Ja, das kann. Also irgendwo muss er schon eine Rolle gespielt haben. Aber Frank Kramer ist Geschichte. So. Es geht weiter.
Wir freuen uns schon heute auf einen neuen Trainer. Ja, es, die, aus gut unterrichteten Kreisen. Die Gelsenkirchener Journalisten sind alle vor Ort heute den ganzen Tag am Trainingsgelände, ja, weil es wohl heißt, es könnte möglicherweise heute schon jemand Neues präsentiert werden. Und wer vermutest du? Naja, was ich vermute, ist wirklich schwierig, weil das die Informationslage, die derzeit nach außen dringt und von den anwesenden Reportern weitergegeben wird, ist nur, dass sämtliche Namen, die irgendwie herumschweren, dementiert werden. Tedesco wird es nicht, Hütter wird es nicht, zu teuer. Labbadia hat abgesagt, Reis wird es wohl auch nicht. Nicht? Nee. Da ist wohl das Interesse ein bisschen abgekühlt. Seitens Schalke oder seitens Reis? Ja, auch wohl seitens Schalke. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Reis jetzt gerade, wo er frei ist, auch durchaus Bock hätte auf eine neue Aufgabe, zumal es da ja offenbar im Sommer auch Gespräche gab. Aber ich glaube, dass Schalke zum einen jetzt die Art und Weise, wie der VfL Bochum in dieser Saison spielt und auch, dass er da jetzt sehr unglücklich kommuniziert hat, auch als es um die Gespräche mit Schalke ging, ein bisschen abgeschreckt ist. Aber muss dadurch, dass der FC Schalke 04 sich ja jetzt nur noch auf einen Wettbewerb konzentrieren darf, nicht schleunigst da mal der Hebel umgelegt werden und da braucht es einen Ruck, der durch die Mannschaft geht und dafür sind ja vielleicht auch wieder bestimmte Spezifika eines Trainers gefragt. Ja, aber auch Friedhelm Funkel wird es nicht. Was? Ja, ist auch in der langen Liste der dementierten Namen. Aber Friedhelm, der wohnt da in Krefeld, da könnte er mal eben schnell rüberkommen zum Training. Also nachmittags so zwischen Waldlauf und Sauna mal eben ein bisschen Training machen. Tennis spielt er, glaube ich, auch viel, ne? Er spielt viel Tennis, ja. Tennis. Ich glaube, es wird dann, am Ende wird sowas wie Marco Antwerpen oder Onus Hinnel, der jetzige U17-Trainer. Es wird auf jeden Fall kein Name, der ähnlich wie Frank Kramer auch dann für Euphorie sorgt. Ne? Also es ist. Und das sind halt auch die Bedingungen, mit denen man sich gerade abfinden muss als Schalker, dass jetzt jede Lösung, die jetzt präsentiert wird, wird eine sein, wo man von Anfang an sagt, okay, ist jetzt wirklich. Ich hätte mir viel Besseres vorstellen können. Aber geben wir dem Mann eine Chance und wenn du Glück hast, sitzt es halt so, ne? Wir merken, Florian Nussdorfer eiert rum, Informationen fehlen ihm. Also fragen wir doch mal eine Frage, die er auf jeden Fall beantworten kann. Ja. Und zwar ganz schnell, wie geht's dir denn jetzt mit der ganzen Situation? Ich bin ja vom Grund meines Wesens Optimist. Und Schalke macht mir das aber sehr schwer. Also ich bin froh, dass, ich sag mal, Frank Kramer erlöst wurde von seinen Aufgaben und von meinem Club, der es so vielen Trainern überhaupt nicht leicht macht. Ist wahrscheinlich auch besser für seine Gesundheit, dass er den Job jetzt los ist. Für Kramers Gesundheit? Ja, genau. Aber mir fehlt... Ein junger Mann, wenn die Zahlen stimmen, die du ja gerade genannt hast, dann... Ja. Kann er sich ja zumindest, also ich glaube, eine warme Mahlzeit wird es dann trotzdem geben. Dafür wird's die reichen. Gasrechnung kann er auch bezahlen. Ja. Aber ganz ehrlich, mir fehlt, was Grund für meine Hoffnung ist, so ein bisschen ist irgendwie ein paar Punkte, wirklich nur ein paar Punkte sammeln bis zur Winterpause und dann in dieser sehr, sehr langen Winterpause vernünftig zu arbeiten, Grundlagen zu legen. Aber wäre es dann nicht schlauer, wenn du das so sagst, jetzt nochmal Vollpower Bujo aber ich glaube, er macht es nicht. Und dann im Winter einen suchen, weil Bujo... Also wenn ich mir die beiden alten Recken da auf der Bank ansehe, habe ich auch das Gefühl, oh je, um die muss ich mir gesundheitlich ein bisschen Sorgen machen, wie der Asamoah da traurig. Vor allem Büsken ist auch immer in kurzer Hose, ne? Also. Ja, Mann, das ist ja nicht gut. Er muss ja ihn auch wirklich aufreiben, nur sein Verein, ne? Ja. Und dann im Winter vielleicht tatsächlich einen in Ruhe suchen, weil könnte ja auch sein, dass der eine oder andere dann doch nochmal auf dem Markt ist. Ne? Ja, wäre für mich auch eine ganz gute Lösung. Terzic. Ich glaube nur, dass Büskens das so nicht macht nochmal. Das hat er mehr oder weniger ausgeschlossen schon. Auch nicht für wie viele Spieltage? Vier? Drei oder vier? Fünf Spieltage bis. Ich glaube, fünf haben wir noch. Fünf Spieltage noch. Bis 30 Tagen ist Anstoß in Katar. So, jetzt mal ein sehr krasser Schnitt. Wir müssen doch nochmal über den DFB-Pokal gestern Abend sprechen. Ich mach's mal schnell. FC Bayern stand ein bisschen auf der Kippe, hat dann aber doch dafür gesorgt, dass die alte Weltordnung wiederhergestellt wurde, war dann am Ende doch souverän. Leon Goretzka hat auch im Anschluss an das Spiel gesagt, so nach dem Motto, wir müssen hier so ein paar Dinge Fußball-Deutschland wieder klarstellen. Also das klang so ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe. Ein bisschen mir Samir. Ja,
Müssen sie auch, weil das war jetzt in den letzten Wochen und auch gerade in der ersten Halbzeit gegen Augsburg nicht erkennbar, dass dieser Verein wirklich jetzt zum 11. Mal in Folge deutscher Meister werden will. Aber gut, lassen wir das mal so dahingestellt. War ein interessantes Spiel. Gutes Spiel und interessante Trikots, wollte ich gerade sagen. Also, ich habe mich gefragt, was soll das? Das ist, sage ich mal, so ein bisschen die Light-Version, auch wirklich im wahrsten Sinne des farblich Light-Version des berühmten Bochumer Trikots Faber. Ja. Und wurde aufgeklärt, es handelt sich um eine Reminiszenz zum 50-jährigen Jubiläum Olympische Spiele München, beziehungsweise Olympiastadion München. Ja. So nah kam ich nicht ran. Es sollen diese Dachpappen, hätte ich mal gesagt, also diese berühmten... Ja. Aber sind die farbig? Nein, die sind nicht farbig. Die, okay, sind, die sind durchsichtig. Ja, eben. Also, sind, vielleicht ist es die Reflexion der Sonne in den. Aber völlig, also, mir war es auch völlig egal, wo das herkam eigentlich, weil ich fand die ziemlich, ziemlich schick. Also wie gesagt, die haben für mich diese Trikots nichts mit Bayern zu tun. Auch das Olympiastadion erkenne ich nicht. Ich erkenne FC Bayern nicht drin. Aber ich fand, es sah sehr, sehr gut aus. Du bist ein Kind der 90er. Mich hat so ein bisschen erinnert, so von diesen Pastelltönen, von den Farben auch so an die Trikots von Venedig. So ein bisschen auch dieses Schicke. Also ich fand es, mir hat es sehr gut gefallen. Ein Connoisseur, ihr merkt es. Ja. Gut, soviel zum Spiel FC Bayern. Ja, können wir Haken dran machen. FC Augsburg gegen FC Bayern. Hier wurde schon dann vorhin erwähnt. Dann haben wir Borussia Dortmund, hat in Hannover gespielt. Und hat, und jetzt zitiere ich einen Kollegen, der sich mit Borussia Dortmund sehr gut auskennt, nämlich Uli Hesse, sich durchgeduselt, so hat er sich ausgedrückt, sich komplett durchgeduselt. Und es war teilweise wirklich ganz schlimm, was da geboten wurde. Eigentor hat sie auf die Gewinnerstraße gebracht. Bester Mann, der Torhüter, weil sonst wäre es ganz düster ausgegangen. Ich wollte gerade sagen, es gab durchaus auch die eine oder andere Möglichkeit für Hannover 96. Genau. Also insofern, da ist auch noch Musik drin, glaube ich. Deswegen, ich habe ja nicht ganz von ungefähr gerade hier den Namen Terzic als möglichen Kandidaten für den FC Schalke. War natürlich ein Spaß, das wird schwierig zu vermitteln sein. Aber ich glaube, da wird es im Winter auch Probleme geben. Und im Nachhinein gab es ein Interview, oder war es vorher, mit Emre Can, der auch gerade so ein bisschen seiner Form hinterher rennt, oder? Für einen Nationalspieler. Ja. Und er wurde von Patrick Wasserzieher gefragt, ja, Kritik, Hummels, öffentlich und so weiter. Und da hat dann eben Herr Can gesagt, er würde sowas lieber intern äußern. Ja, was soll er denn sagen? Natürlich äußert man sowas in der Regel immer intern, aber das hat ja möglicherweise auch strategische Gründe, damit im Grunde mal ein paar Probleme auch angesprochen werden, die bislang eben so eher unter dem Deckmantel gehalten werden. Wie geht das weiter bei Borussia Dortmund? Ist dir vollkommen wurscht natürlich. Aber ist mir überhaupt nicht wurscht. Ich, das ist immer so das Feuer, an dem ich mich wärme, wenn, wenn es in Dortmund ein bisschen brennt. Das ist, das macht mich als Schalker, da kann ich mich immer so ein bisschen dann hochziehen. Also selbst wenn bei uns alles scheiße ist, wenn bei denen wieder trotzdem überhaupt noch nicht alles vorbei ist oder so, aber schon wieder alles in Frage gestellt wird, da geht mir immer ein bisschen das Herz auf. Das tut gut. Deshalb freue ich mich auf weitere wilde Wochen. Okay. Ein Aufreger gab es ja dann doch noch. Gestern, Ich glaube, die werden jetzt durchgereicht. Das ist nicht schön. Werder Bremen, da wurde ja schon wieder über Europapokal geredet. Jetzt so ein kleiner Knick. Ja. Und gestern Abend dann die Vollpackung, nämlich Elfmeterschießen, verloren und Tor aberkannt vom vierten Offiziellen. Heieiei. Und am Nachmittag, glaube ich, war es gestern oder war es vorgestern, ich bring's durcheinander, der Stürmer Duxch, Sympathico, war unterwegs, hat... Am Wochenende war er unterwegs. Und wurde deswegen erstmal suspendiert jetzt. Genau, fürs Pokalspiel. Das war blöd für Füllkrug, der stinkesauer war. Weil das ist ja sein Lieblingsbuddy. Ja. Vielleicht war Füllkrug auch mit auf Tour, aber naja, wer mit auf Tour war, war ja Oliver Burke, auch ein Stürmer von Werder Bremen. Ja. Und man spricht schon von einem perfiden Plan, ob quasi Oliver Burke, der als Brite natürlich, unterstellen wir jetzt mal eine gewisse Trinkfestigkeit, dann sich den Kollegen Duxch geschnappt hat, ihn abgefüllt hat und zusammen mit ihm Bremen unsicher gemacht hat. Und dann am nächsten Tag Oliver Burke, alles gut weggesteckt, pünktlich zur Mannschaftssitzung und Marvin Duxch liegt noch im Delirium und schafft es nicht, wird deswegen suspendiert.
Meinst du, da ist nichts dran? Ja, ich bin ja, auch wenn ich manchmal vielleicht anders wirke, nicht so die Boulevard-Kröte. Ja. Und wenn jemand abends mal zwei Bier trinkt, um vielleicht einfach auch runterzukommen, würde ich ihm das nicht schon als Sauftour auslegen. Dass das gerne mal gemacht wird, ist klar. Delirium ist natürlich nochmal eine Kategorie größer. Ja, gut. Wir wissen es nicht. Vielleicht wir waren nicht dabei, leider. Ich würde sagen, wir halten uns da mal zurück. Das war jetzt Satire mit Delirium. Ja, Herr Duksch hat auf jeden Fall etwas gemacht, um das gerade zu ziehen, was nicht den Profiansprüchen in Bremen genügt. Okay. Und deswegen ist er für ein Spiel gesperrt. Ich weiß es nicht genau. Und das war das gestrige Spiel. Ja, doof, weil jetzt ist Werder nicht mehr drin, weil im Elfmeterschießen beim Zweitligisten Paderborn ausgeschieden. Kann Duksch natürlich jetzt zu seiner Verteidigung anbringen quasi und sagen, seht ihr, ohne mich läuft es halt nicht. Aber Werder kann sagen, naja, könnte auch am Schiri gelegen haben, beziehungsweise am vierten Offiziellen. Weil? Nämlich wenn zweite Pokalrunde kein VAR für Ärger sorgen kann, dann dachte sich offenbar der vierte Offizielle, dann mach's ich halt. Und hat das 3:2 von Werder Bremen in der Verlängerung aberkennen lassen, weil er, und das ist ja nun wirklich merkwürdig, aus 50 Meter Entfernung einen Foul gesehen haben will vor dem Treffer von Niklas Füllkrug nach einer Ecke. Ja. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen in die Historie schauen. Und Werder und Pokal, oh ja, da gibt es natürlich auch die Entscheidung mit Daniel Siebert, die gegen Bayern, unglücklich waren, wo er natürlich auch zu Recht, das hat er ja sogar eingeräumt, dass er einen Fehler gemacht hat, ist immer blöd, wenn natürlich dann tatsächlich sich das so häuft. Ne? Und schaut es euch selbst mal an, wie ihr entscheiden würdet. Oder ist es sehr eindeutig? Ne? Ja, auch Niklas Füllkrug hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Also, dass, dass jemand aus auf den Punkt. Das will ich ihm nicht unterstellen. Aber dass jemand aus 50 Metern einen Foul sehen will, dass der Schiedsrichter aus 3 Metern Entfernung nicht sieht, das ist natürlich. Ja, und dass der Schiedsrichter sich das ja auch überstimmen lässt, also auch Manuel Gräfe hat, der ist ja neuerdings bei Twitter und kommentiert alles. Manuel Gräfe, ja. Hat auch seine Meinung kundgetan, hat auch gesagt, Torhüter zählen müssen. Sehr, sehr ärgerlich für Bremen. Und dann ging es ins Elfmeterschießen, was parallel stattfand übrigens mit dem Elfmeterschießen in Sandhausen gegen Karlsruhe. Und ich fand, die haben dann beides auch gleichzeitig gezeigt. Und das hatte sich sehr gut ergänzt, weil immer, wenn Schützenpause war, glaube ich, in dem einen Stadion, hat in dem anderen Stadion genau der andere geschossen. Hinten raus ein bisschen haben sie den Rhythmus nicht ganz gehalten. Da haben wir auch mal zwei gleichzeitig geschossen. Aber es war fast wie ein Metronom. Wie ich hier schon öfter gesagt habe, dieser Mann ist ein Soulman. Und er fängt jetzt sogar an, die Elfmeterschießen im Rhythmus zu sehen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du so abgegroovt bist. So ja, vom Fernseher so, zack, Ball, zack. Sehr gut. Gut, Werder raus, schade. Ja. Ich als Norddeutscher. Auch wenn ich HSV-Sympathisant bin, mein Herz schlägt immer so ein bisschen für die norddeutschen Vereine damit. Finde ein bisschen schade. Ne? Gut. Okay. Dann hat ein norddeutsches Herz ja gestern auch wahrscheinlich geblutet aufgrund des SC Freiburg, der den FC St. Pauli nach Hause geschickt hat. Und das durchaus bemerkenswert, fand ich. Ne? Also mit einer jetzt nicht mit der allerersten Elf aufgedribbelt. Das ist ein schöner Begriff, den habe ich ja lange nicht mehr gehört. Ja. 1-0 zurückgelegen, lange und dann. In der Nachspielzeit, Matze Ginter schon versehrt vom Kampf, nickt da ein. Versehrt, Delirium, was für ein zum 1:1. Und dann Michael Gregoritsch, über den man auch mal vielleicht sprechen muss. Der ist ja einfach Wahnsinn, was der die Saison leistet. Schießt. Ich hab's gerade nicht hier vor Augen. Sorgt dafür, dass Freiburg in der nächsten Pokalrunde steht. Kurs wieder aufs Finale? Naja. Freiburg ist natürlich für mich so ein bisschen der FC Bayern Light. Wenn ich das jetzt sage, und das meine ich sehr, sehr respektvoll, nicht falsch verstehen, das ist eine Mannschaft, die hat so eine innere Stärke, dass eben genau das passiert. Die können über 94 Minuten dann eben auch Leistung bringen und selbst wenn es eng wird, halten die das durch, mit denen ist immer noch zu rechnen. So stark sind die inzwischen und ich glaube, da werden wir in dieser Saison noch ganz viele Überraschungen erleben. Ich glaube wirklich, dass früher ja so, ach, sympathischer Verein, ja, ich spiele so eine Zeit lang gut und so weiter, das ist vorbei. Es ist wirklich eine Mannschaft, mit der ist immer zu rechnen. Ja. Und ich glaube auch, wenn die das halten und nicht irgendwann mal, wenn es dann mal vielleicht mal für so ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr dann doch nicht so gut läuft, dass sie dann nervös werden. Aber wenn die das wirklich durchhalten und nicht nervös werden, dann können die, glaube ich, langfristig regelmäßig im internationalen Wettbewerb spielen. Um nicht zu sagen, vielleicht wirklich auch alle 2 Jahre im Schnitt in der Champions League. Ja. Ich hoffe, ich hänge mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Ich würde es mir wünschen, einfach auch für den Profifußball.
Absolut. Für die Bundesliga. Absolut. So. Ich gehe noch kurz durch die Kommentare. Michael Wimmer, Masterclass beim VfB gestern. Natürlich. Arminia nicht konkurrenzfähig, selbst in Liga 2. Das sind ja Themen. 6:0. Haben wir die wichtigsten Themen natürlich unterschlagen. Arminia Bielefeld, Mensch, was ist da los? Oder ist es eben doch mein absoluter Lieblingstrainer momentan, Michael Wimmer? Warum ist er dein Lieblingstrainer? Ja, ich habe es vor 2 Tagen zu Luis hier gesagt. Für mich sieht er aus wie so ein alt gewordener Nebendarsteller aus und tschüss. Mhm. Und ich finde, die Bundesliga hat zu wenig davon. Das stimmt. Also es ist so, wir haben ja, also der Begriff Laptop-Trainer ist natürlich auch despektierlich, aber diese Typen, wo du dann immer denkst, so, okay, die kommen jetzt direkt von der Sporthochschule, alles ist komplett durchgecheckt. So sieht er zumindest nicht aus. Sitzen, ne? Also es ist nur so kurz davor, dass sie noch in so einem Raumschiff sitzen und nur noch hier so, hier kommt die Analyse, da kommt der Algorithmus, da kommt das und das und jetzt müssen wir noch das und das und dann. Und um mal was vollkommen Verrücktes zu machen, lasse ich mir in 3 Tage wachsen und dann noch so ein bisschen so eine Woody Woodpecker-Logge. Nein! Michael Wimmer kommt Gary Ehrmann-mäßig auf den Platz und sagt, Jungs, die hauen wir weg. Und was passiert? 6:0. Die hauen sie weg. Ne? Ja. Also das ist, Arminia Bielefeld, sehe ich wirklich im Moment kein Land. Da sehe ich kein Land. Also so leid es mir für meine Kollegen aus Ostwestfalen tut, aber da weiß ich wirklich nicht, was da noch kommen soll in dieser Saison. Das ist wirklich Höchststrafe. Das ist Durchmarsch in die 3. Liga. Mhm. Und auch da mache ich mir wirklich Sorgen. Ich sehe auch keine Alternativen irgendwie im Kader, wo man da was machen kann, weil das ist durch die Bank einfach nur schlecht. Und der Trainer, weiß nicht. Ideenlos. Ja. Was ist aber da passiert? Da möchte ich gerne mal aufgeklärt werden von Leuten, die sich auskennen. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir vielleicht jemanden mal reinholen. Hier gibt es ja den einen oder anderen in dieser Redaktion rumlaufen, der sich da vielleicht auskennt. Gut, bevor wir noch das Kandidaten-Bullshit-Bingo... Nein, lass uns doch mal kurz über den VfB Stuttgart reden. Okay. Was passiert da jetzt mit Michael Wimmer, meinem Lieblingstrainer? Du hast gesagt, er hat die Garantie vom Vorstand bekommen... Wenn ein neuer Trainer kommt, bleibt er dem Trainerteam erhalten. So habe ich es gelesen. Ja gut, aber der marschiert natürlich durch, der Kollege. Das siehst du ja. Er geht voran. Der bämst jetzt alles weg. So, mit jedem Tag, den er länger im Amt ist. Werden die Spieler auch stärker, weil sie erstmal pumpen müssen. Wird das natürlich immer schwieriger, den zu verargumentieren, wenn er dann nur noch 2. Wahl ist. Und ich meine, das macht es natürlich ganz schwer, wenn da... Wer kommt denn da? Du hattest ja vorhin die ganzen Trainer für Schalke schon mal genannt. Thomas Tuchel. Ja, bei... und Michael Wimmer im Duo. Alfred Schröder war ja jetzt, glaube ich, auch im Gespräch beim VfB, der aber auch noch eigentlich bei Ajax unter Vertrag steht so, und dann trotzdem da seine PowerPoint-Präsentation irgendwie halten durfte beim VfB. Also wäre mir der Kollege Wimmer auch irgendwie sympathischer. Komm, zieh das mal durch. Ja, Mut VfB. Zumindest bis zur Winterpause. Einfach nur so aus... Können wir nicht eine Petition starten so? Wie heißt das dann immer heutzutage? Petition, also. Ja, Michael Wimmer bleibt im Amt oder was? Pro Michael Wimmer, Wimmer. Aber so Online-Petitionen sind, glaube ich, out. Ist out. Man muss, wenn dann wieder damit das richtig politische Macht halt auch hat, mit Zettel, Stift, richtig Unterschriften sammeln. Und wie heißt denn nochmal dieser Schauspieler aus Unschüss? Dieser Bochum-Fan. Musst du doch wissen. Nee. Der so ein bisschen so ähnlich aussieht. Na gut, ich komm später drauf. Wir werden es recherchieren und nachreichen. Spätestens morgen beim Teamfrühstück. Dann geht es wieder um die Bundesliga. Ach so. Es wird wieder munter getippt. Bist du auch hier? Nee. Aber ich? Du darfst deine Kompetenz unter Beweis stellen. Ja, meine Kompetenz. Ich kann aber mittlerweile nicht mehr zählen. kleine Schmanker zum Schluss aus meinem Privatleben. Ja. Ich getippt gegen Luis Richter. Ich habe schon gedacht, Dienstag tippen ist keine gute Idee. Das ist nicht mein Tag. Ne? Pokal durchgetippt, abends zähle ich durch, denke, okay, Luis hat gewonnen. Mhm. Nächsten Tag werde ich aufgeklärt von Felix Groffer. Du hast dich verzählt, Schlauberger. Aber hatte ich meine Wettschulden schon bezahlt. Naja, Luis natürlich so voll ausgetrunken. Und jetzt muss alles wieder ausspucken. Ja. Laut Sky Wimmer erst beim Amt, übrigens. Also, er ist noch im Amt. Er bleibt erstmal auf dem Amt. Okay. Gut, da freuen wir uns. Okay. Und freuen uns auf morgen. Ich freue mich, dass es dir gut geht, Florian. Danke. Trotz dieser schwierigen Situation in Gelsenkirchen-Buhe. Und wir schauen dann sehr interessiert auf den Resttag, weil du vermutest ja, dass da heute noch was passiert. Mhm. Und wir sind gespannt. Rufen Schröder aus seinem Zylinder heraus. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, ich auch. Gut, wir warten es ab. Macht's gut.